Ich wecke sie mit meinem frühesten Lachen. Aufstehen, Schatz, Karriere machen. Im Schrank liegt deine frisch gebügelte Hose. Tomaten, Mozzarella und Basilikum in der Tupperdose. Sie sagt, die Sonne scheint. Ich nehm den Lamborghini, heute wird es spät. Wir trinken noch Martini bei Salvatore. Bitte warte nicht auf mich. Ich muss jetzt los, vergiss die Blumen nicht. Ich strahl sie an und sag, mach dir keine Sorgen. Die Blumen und die Fenster mach ich gleich heute Morgen. Pass auf dich auf, wann kommst du denn nach Haus? Doch da ist sie schon lange aus der Türe raus. Sie ist eine Powerfrau, die alle Tricks kennt. Im Communication, from Consulting, Multi-Management ist die Main Assist und Chief Controlling Analyst. Ich hab bis heute noch nicht verstanden, was das ist. Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Die Blumen sind gepflegt, alle Fenster sind geputzt. Der Wohnzimmerteppich war die längste Zeit verschmutzt. Mit meinem neuen Wasser heißt auf Reinigungsgerät. Kommt für den Dreck, jede Hilfe zu spät. Ich hab eingekauft und die Betten frisch bezogen und aus Langeweile alle krummen Gabeln grad gebogen. Jetzt warte ich auf sie und vermisse sie voll. Doch ich weiß, dass ich sie im Büro nicht anrufen soll. Sie ist eine Powerfrau, die alle Tricks kennt. Im Communication, from Consulting, Multi-Management ist die Main Assistant, Chief Controlling Analyst. Ich hab bis heute noch nicht verstanden, was das ist. Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Manchmal fühle ich mich müde und leer. Mein Therapeut sagt täglich, nimm's nicht so schwer. Ein eigenes Hobby wär geschickt und klug. Doch zum Töpfern bin ich einfach nicht geschickt genug. Ich hasse ihren jungen Privatsekretär. Sie lächelt und sagt, dass da absolut nichts wäre. Doch der Typ hat Muskeln, da komm ich nicht gegen an. Und ich trau ihr nicht, sie ist ja auch nur ein Mann. Sie ist eine Powerfrau und das ist ihre Art. Der Rache für 5000 Jahre Patriarchat. Doch im Scheidungsrecht kenn ich mich bestens aus. Wenn es soweit ist, dann behalte ich